Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen, neuen Runde Rainbow Six Siege. Ich habe nur so gedacht, in den neuen Season Neon Dawn, ich muss so gedacht, das spielen wir mal auf dem PC statt auf der PlayStation. PlayStation bin ich ja schon rein 160, 170 und in den Dreh. Hab mir so gedacht, auf dem PC mal gucken, wie ich mich da schlage. Auf den neuen Season mit Battle Pass, der 75 Minuten geht. Willkommen, Captains. Endlich haben wir eure Teamaufträge. Bitte. Das habe ich schon mal gesehen. Könnt ihr schon schön durchlesen. Auch den Fortschritt. Ja, Fortschritt, den man da kriegt. Ist eigentlich nicht mal so schlecht. Ja. Vor Booster. Ein paar Credits. Ein paar Alpha Packs. Ein paar Ausrüstungen. Noch mehr Alpha Packs. Noch ein paar Farben. Ein paar Kleidungen. Und so weiter und so fort. Was kriegt man denn als letztes? Ob es Rang 100 jetzt ja. Da kriegt man einen epische Uniform für Ash und noch eine Season Waffe haben und ein paar Alpha Packs. Ja, habe ich mal so gedacht. Oh, hier gibt es noch ein paar Herausforderungen. Ja. Ein paar Regeln. Match-Sieg kriegt man 120, Runden-Sieg kriegt man 60. Match-Niederlage kriegt man trotzdem noch was. Mit Rang ohne Rang. VIP-Bonus 30%. Beim Verlassen kriegt man Gameplay, Sperre und Parteilichkeit kapitulieren. So, wo man das überall bekommt. So, da wollen wir nicht lang schnacken. Ich bin Level 50, habe ein paar Credits, habe den Season Pass, ich habe natürlich den neuen Charaktere. Und ja, dann suche ich meine Runde und bis gleich. Und ja, jetzt geht's weiter. Und natürlich auf Solo. Kartenbann gibt's jetzt auch. Warum Wolkenkratzer? Ich hätte. Oh, gut, alles klar. Achso, und die. Das finde ich auch lustig gemacht hier jetzt. Das ist Grenze. Achso, und die Sprechanlagen, also die, wenn andere sprechen, höre ich nicht, weil manchmal das mir auf den Sack geht, weil manchmal kommen natürlich Leute und beleidigen ihn und so. Schon. Ja, dann lasse ich das aus. Und guck mal, wie es so wird. Hätte schon mal gebannt, wie eigentlich immer. Hatcher, achso, Echo haben sie noch was gemacht. Und so weiter und so fort. Wie natürlich auf dem PC mit einer Grafik von Ultra. Habe ich so eine knappe. Jetzt gerade fast 300 FPS. Aber es wird sich im Spiel alles legen. Wenn ich. Ich bin jetzt auf dem PC jetzt kein Profispieler mehr, weil ich auf dem PC schon seit ein Jahr nicht mal gespielt habe. Und muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Aber ich kenne so meistens die Grundlage. Weil ich schon Watch Dogs gespielt habe. Assassin's Creed habe ich schon gespielt auf dem PC. Ich will jetzt auch immer auf dem PC spielen. Oh, was haben wir? Kavera, Mio, Jekyll, Thatcher. Was ist hier hin? Eine Standardgrundlage. So, ich habe keinen Ibana oder sonst wer. Ich habe keinen Merrick, habe ich nicht. Warte ich.
Edge nehmen. Natürlich ist das scheiße. Ich habe fast nichts. Hätte man auch Charaktere kaufen können. Das auf Solo Rank. Und mal gucken, wie ich mich schlafe auf Solo. Okay, wenn es noch ein bisschen zu laut ist. Warten Sie. Ein bisschen runter hier. Luxusspeicher brauche ich nicht so unbedingt. Das ist ja interessant. Die Dings von 10 Sekunden. Die Ladung schlägt gleich nicht mal an. Wie sonst früher ist, Mann. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ein paar Änderungen haben sie auch schon gemacht. Ich weiß so grob was. Dass die ein paar Gadgets und so geändert haben. Oh, ist ja viel zu schnell für mich. Ich weiß noch nicht, wo ich aufgehört habe in letzter Season. Ich glaube, ich war bei Gold. Ich mein höchstes, was ich erreicht habe, in der PlayStation her. Boah, Platin 3. Fast 2 erreicht. Was die Sachen wie so und so dahin die ganzen Sprüche kenne ich überhaupt nicht. Nur noch einer vom eigener Trupp wurde eliminiert. Ärgerlich, ärgerlich. Erste Runde. Erstmal richtig reingeschissen. Oh, am meisten Punkte. Immerhin. Mit. Knock. Also, drehe, wo die sind. Ich nehme mich mal Tom halt. Könnt ihr auch mein Profil sehen? Ich bin Level 50, hab nicht viel. So halt die komplett neuen DLC-Charaktere. Wir müssen eine Bombe aufführen. Also halt bei einem guten Plattform. Will ich, boah. Ah, Mozzie. Geht nie in den Los. Ah, bei Kü. Oh. Geht ein bisschen wohl. Ah, wie kommt man nochmal? Einsatz in 10 Sekunden. Achso, ist nur eine Drohne noch. 5 Sekunden bis Einsatz. Ihr müsst eine Bombe finden. Wenn es ein bisschen zu laut ist.
Warte ich in den nächsten Aufnahmen die Audio ein bisschen anpassen. Ups, aber der ist aus Versehen gepinkt. Also ich war nicht schlecht in Rainbow. Aber halt, ich hab's lange nicht mal gespielt. Entschärfung einleiten. Schaffer ist online und aktiviert. Ein Gegner übrig. Was denn? Ein Zufall. Upp, 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 upp. Nehme ich. Was? Ach so. Gleich bei der Dingsdauer. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Wir warnen,
Auch was hört, ja. Scheiße, ne. Die Fähigkeit habe ich noch nicht so gut drauf, ne. Oh. Zweiter Kill mit der Claymore. Mit der Claymore King. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Gegner ist nice, nice. Eigener Trupp erfolgreich. Da ist platziert doch. Mit zweimal Claymore Kills. Das ist einfach so ein Nebenprojekt, was ich sage. Nehmen wir ja eine Wook. Was hat der hier? So. Technates. Das war ja mit einem Patch mit reingekommen. Das ist jetzt so hier Annäherungsalarm gibt. So, man hat jetzt so nicht mal drei Headshots wie immer, sondern wir haben begrenzte Headshots für ein Team. 5 Sekunden noch. Und hier von der Jägerladung aber auch einmal. Dass man, dass die Jägerladung nicht mal drei kaputt macht, sondern eine. Und dann hat's Cooldown. Muss man aufpassen, dass es Granaten und weiter. Herzschlag-Sensor aktiviert. Und den Rotpunkt-Visier kann man auch jetzt die Farbe ändern. Ich hab das so richtig geschafft. Ich spreche die Ladung. Herzschlag-Sensor aktiviert. Das ist, was ich weiß, was Neues reingekommen ist, wo ich noch nicht gespielt habe. Thank you.
bin ich der Einzige, der hier drin ist? Scheiße. Ich hätte eigentlich noch nicht mal picken dürfen. Weil da wusste, wo ich war. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Die Wand wurde befestigt! Ist bereit. Schild ist aktiv und ein.
Ach Gott. Herzlichen Dank. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ach so, Tachanga haben sie auch verändert. Ja, das ist so richtig gute Waffe. Oh, ich hab's gehört, Oh, mein Gott. Ich hab keine Kopfhörer auf. Das ist eigentlich schon. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Mission ist ein großer Nachteil. Muss ich mal machen. Kopfhörer hier daneben. So, jetzt habe ich Kopfhörer auf. Jetzt spielen wir natürlich ein Dings. Ich mache noch eine Musik.
Achso, und die Sonne so. Weil die, wenn ich zum Beispiel hören will, dann schwafeln die immer dazwischen, das macht schon weiter. Fall jemand. Ich glaube, das ist das richtig easy, einfach die Steps zu hören. Ich push jetzt hier. Bin nicht doch da offen. Oh, ey. Kopfhörer ist das so easy. Die Steps zu hören. Kann ich nur empfehlen, bei Rainbow für Kopfhörer zu spielen. Auch mal Ruhe haben sie auf heute noch. Was mitgekriegt.
Wir müssen eine Bombe aufspüren. Gut. Bis Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Prost. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Oh mein Gott. Richtig peinlich, Alter. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Irgendwie die Scheibe ein bisschen runter machen. Von der Wolle. Eigener Druck getötet. Oh, doch nicht. Oh, ich hab's rechts gehört. Ja, war schon richtig. So. Letzte Runde. Wie spielt ihr die keiner mehr? Keiner. Sollte mal spielen. Was? Hätte ich eigentlich immer so schlecht mit ihrem Gadget. Bomben sichern.
10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Kamera aktiviert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ganz witzig, wenn die da springt, dann ist es aus. Dann ist es mit an. Sensor eingesetzt. Ach so, das ist your Ace. Hangeln sich da unten. Leider keine Zeit mehr. Damit ein erster Win dieser Season. Gucken, was die anderen wollen. Silber. So, und damit wenn ich diese Folge, wenn ihr noch nicht dabei seid, immer schön abonnieren und ciao.